Ja, also auch im Namen der Wacholland-Stiftung nochmal recht herzlichen Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung, dass das wirklich so unbürokratisch und schnell geklappt hat. Ich glaube, das waren jetzt 3 oder 4 Tage, die wir nur hatten für die Vorbereitung. Vielen Dank nochmal. Und ich glaube auch, dass sich Frau Holland und Rosa Luxemburg, wenn sie sich denn mal begegnet wären, sich wahrscheinlich gut verstanden hätten, denn sie haben ein wichtiges Ideal geteilt, nämlich das der Freiheit. Und wenn ich hier von Freiheit rede, dann meine ich nicht diese weichgespülte Variante, mit der wir immer präsidial belästigt werden und die das Primat der Freiheit unter den Sachzwang stellen will, sondern ich rede von der Freiheit hardcore, so wie sie Wau vertreten hat und so wie ich sie bei ihm einfach auch erlebt habe. Und diese Hardcore-Variante, die war unverhandelbar, sie war unteilbar, sie war unbegrenzt und sie war unerbittlich. Und zwar so unerbittlich, dass viele Leute, die den Wau kennengelernt haben, damit nur schlecht umgehen konnten. Für sie war es fast unerträglich. Vor allen Dingen immer dann, wenn Freiheit, und jetzt meine ich die Freiheit der Andersdenkenden, ganz im Sinne von Rosa Luxemburg, wenn sie das nur noch als Bedrohung für ihren eigenen Status quo sehen konnten und nicht mehr als Chance für Gesellschaft. Aber Freiheit braucht natürlich auch Freiräume. Und Freiheit gedeiht am besten dort, wo sie zuerst mal keiner bemerkt. Und das waren ganz sicherlich die Datennetze in den frühen 80er Jahren, in denen wir als Datenreisende, so nannten wir uns damals selber, nicht nur ungehemmt herumtreiben konnten, um die Welt der fremden Rechner zu zerforschen, sondern auch um Neu- und Wissbegier zu befriedigen. Und in dieser, ich sage jetzt mal, embryonalen Phase des Internets waren die Datennetze weitgehend offen, unreguliert und den meisten Leuten völlig unbekannt. Das hatte natürlich auch seine Vorteile. Weil nur wenige Leute überhaupt wussten, dass es diese Datennetze gibt, hatte der Kapitalismus sie noch nicht als Markt entdeckt. Und die Politiker und die Juristen und alles, was da so dranhängt, die waren völlig ahnungslos. Und damit meine ich noch viel ahnungsloser als heute. Aber Freiheit ohne moralische Leitplanke, das kann auch nicht funktionieren. To live outside the law, you have to be honest, hat Bob Dylan mal in einem seiner Lieder geschrieben. Und so hat das, glaube ich, auch Wau gesehen. Und deshalb war für ihn die geschriebene und ungeschriebene Fassung der Hackerethik immer ganz besonders wichtig. Die Hackerethik war sowas wie eine moralische Leitplanke für das Handeln im Datennetz. Was darf man nicht, was sollte man tun, was sollte man nicht tun. Wichtig war vor allem, dass das Handeln sich eben an den Werten von Informationsfreiheit, von Kommunikationsfreiheit und informationeller Selbstbestimmung orientiert hat. Aber Hackerethik sollte auch Grenzen aufzeigen. Hände weg von Militärcomputern. Oder aber auch Spiele nicht mit Geheimdiensten. Das waren so 2 ungeschriebene Gesetze aus der Hackerethik. Und das hatte seinen wirklich guten Grund, weil Militär und Geheimdienste waren neben dem akademischen Bereich natürlich und ganz wenigen großen Firmen zu den frühen 80er Jahren die wirklichen Benutzer im Datennetz. Das waren die wirklichen Akteure. Und wir Datenreisenden als Quereinsteiger, wir wurden entweder als potenzieller Feind gesehen oder als potenzieller Mitarbeiter. Und gerade Geheimdienste haben früh erkannt, dass das Wissen der Hacker, was die sich da erarbeitet haben, dass sie das zwar nicht haben, aber verdammt gut gebrauchen können. Und deshalb waren Anwerbeversuche im Chaos Computer Club nicht unüblich, aber außer an den Rändern des Chaos eher erfolglos, würde ich mal sagen, weil unsere ganz offene Ablehnung der Schlapphüte das denen auch nicht leicht gemacht hat. Was eben nicht heißt, dass es keine Hacker gab, die bereit waren, mit dieser dunklen Seite der Macht zu kooperieren. Und was passiert, wenn Hacker, aus welchen vielleicht sogar gut gemeinten Gründen auch immer, sich auf das Spiel mit den Geheimdiensten einlassen? Davon soll heute Abend die Rede sein. Tatsächlich endet dieses Spiel selten zugunsten der Hacker. Und Karl Koch hat es heute vor genau 25 Jahren mit seinem Leben bezahlt. Als Einführung werden wir uns jetzt zusammen Ausschnitte aus dem Spielfilm 23, Nichts ist so, wie es scheint, angucken, bevor wir dann in einer Podiumsdiskussion mal versuchen wollen, die damaligen Vorgänge nochmal aus der heutigen Sicht zu beleuchten, aber auch die Beziehung zur Jetztzeit herzustellen. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, auch jemand wie Edward Snowden war ein Hacker, der ganz freiwillig für Geheimdienste gearbeitet hat und erst spät sein Gewissen entdeckt hat
und uns die Informationen offengelegt hat, die uns jetzt seit einem Jahr beschäftigen. Und bevor wir jetzt mit dem Film beginnen, möchte ich noch kurz anmerken, dass man diesen Film nicht als Dokumentarfilm verstehen darf. Das ist ein Spielfilm. Also er zeigt Handlungen, die so nie stattgefunden haben, die zeitliche Abfolge ist nicht wirklich korrekt, sondern dramaturgisch einfach, sage ich mal, überarbeitet worden. Aber ich glaube, es gibt uns trotzdem einen ganz guten Einstieg in dieses Thema Hacker und Geheimdienste. Viel Spaß beim Film. So, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Veranstaltung, wo wir in der Podiumsdiskussion, wie angekündigt, nochmal über dieses Spannungsfeld Hacker und Geheimdienste reden wollen. Ich würde jetzt erstmal kurz das Podium vorstellen. Ich begrüße die Susanne Lang, Journalistin, Bloggerin und wie sie mir verraten hat, mit diesem ganzen Ding völlig unbelastet, was Hacken und Geheimdienste angeht. Finde ich toll. Gibt uns vielleicht mal eine interessante Außenperspektive, weil alle anderen von uns hier auf dem Podium sind wahrscheinlich etwas biased. Neben ihr sitzt Thomas Ammann, ebenfalls Journalist, und zusammen mit Matthias Lehnhardt, der leider heute aus gesundheitlichen Gründen nicht mitdiskutieren kann. Mitarbeiter, denke ich mal, bei der Panorama-Diskussion, freier Mitarbeiter. Das war die Redaktion, die den KGB-Hack Anfang März 1989 in die deutschen Wohnzimmer trug. Neben mir sitzt Steffen Werneri, der zusammen mit Warholland für den BTX-Hack verantwortlich zeichnete, der den CCC, also den Chaos Computer Club, überhaupt erst in den Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit gebracht hat. Und als Frontmann des CCC war Steffen in den 80er Jahren sowohl Vorstand als auch Sprecher. Ganz außen sitzt Andi Müller-Magun, seit 1986 im Chaos Computer Club und damals als neugieriger Datenreisender in den gleichen Netzen unterwegs, in denen sich auch die KGB-Hacker bewegten. Später wurde Andi dann CCC-Vorstand und auch Sprecher, erster und letzter von Netzbenutzern direkt gewählter ICANN-Vertreter und heute Vorstandsmitglied in der Warholland-Stiftung. So. Und ich denke mal, dass ich zumindest die Diskussion mal mit einer Frage gerne anstoßen möchte. Die Frage geht an Steffen. Weil für WAU, als er von diesen Vorgängen, dass da CCC nahe Hacker für den Chaos Computer Club, vom Chaos Computer Club für den KGB aktiv waren, der WAU hat das irgendwie so wie als Vertreibung aus dem Paradies oder den Sündenfall der Hackerbewegung empfunden, und für ihn war das ein praktisch unverzeihlicher Verstoß gegen jede Hackerethik. Wie hast du das damals als CCC-Vorstand empfunden? Darf man als Hacker mit Geheimdiensten kooperieren? Oh, die Frage, ob man als Hacker mit Geheimdiensten kooperieren darf, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe das damals so empfunden, also im Grunde war mir klar, dass es früher oder später so eine Nummer gibt, dass da irgendeiner aus der Reihe tanzt und dass es auch möglich ist, dass Leute auf die Idee kommen, die tolle Idee jetzt für Geheimdienste gegen Geld Sachen zu verkaufen. Also es ging ja nicht um, so wie ich das verstanden habe, jetzt um die Rettung der Welt, sondern es ging um Geld, also schnöder Mammon, einfache Geschichte. Es war mir klar, dass sowas früher oder später mal passieren würde. Und vor dem Hintergrund dessen, dass sie ja auch mich versucht haben anzuwerben, habe ich damals gesagt, nein, wir sind hier in der Opferposition. Wir werden hier zum Spielball der Geheimdienste, weil wir keine Lösung haben. Wir hatten damals ja Ansätze gehabt, dass es irgendwie so beim Hacken sowas geben müsste wie so ein QSL-Kärtchen. Du hackst einen Computer und verschickst dann eine Grußkarte und sagst, ich habe dich jetzt gehackt, und dafür kommt man dann straffrei raus. Also so wie die Amateurfunker halt auch sagen. Also nach Wegen gesucht, das und dann Spaß legal zu machen. Was im Übrigen der ganze Hintergrund, sag ich mal, der überhaupt der ersten 10 Jahre meiner Arbeit im CCC war, die Freiräume zu erhalten, auszudehnen, mit Medienarbeit zu sehen, dass wir ja die netten Hacker von nebenan sind, die eigentlich wie Robin Hood mäßig auf der Bürgerseite stehen.
Das, sage ich mal, war nicht nur unabhängige Pressearbeit, es war auch, ich möchte, kann das heute mal so sagen, Propaganda, die wir da gemacht haben und auch mit Methoden, wo man sagen würde, okay, unabhängiger Journalismus sieht anders aus. Ja, wo wir da gerade beim Thema Journalisten sind, also die Journalisten in dem Film, ich glaube, das hat man auch in dieser zusammengeschnittenen Version gesehen, die werden ja nicht wirklich vorteilhaft dargestellt. Ne? Sie sind offensichtlich irgendwie immer nur an ihrem eigenen Vorteil interessiert, kapitalisieren sich an den Hackern und der Geschichte der Hacker und gleichzeitig kooperieren sie sogar mehr oder weniger freiwillig mit den Geheimdiensten. Und den gleichen Eindruck, sage ich mal, könnte man ja fast heute auch wieder bekommen, wenn man sieht, wie die meisten Journalisten von den Geheimdienstenthüllungen von Edward Snowden profitieren, ohne sich dafür den Schutz oder die direkte Unterstützung stark zu machen. Thomas, was sollte deiner Ansicht nach die Rolle der Journalisten bei solchen Ereignissen sein? Ja, also erstmal würde ich von mir aus Wert darauf legen, das Folgendes festzuhalten. Also dieses Zerrbild des Journalisten, Jochen Maywald, damit würde ich mich in dieser ganzen Angelegenheit nicht unbedingt identifizieren. Anwesende würden es vielleicht auch bestätigen. Es war natürlich in der Tat so, dass, was die Panorama-Redaktion damals betraf, insgesamt zwei Teams, wenn man so will, mit dieser Sache betraut waren und die beiden Teams eigentlich auch lange Zeit nichts voneinander wussten. Allerdings gesteuert eben von einem Redaktionsleiter, der hier eigentlich ganz gut dargestellt worden ist. Zu gut. Zu gut vielleicht, ja. Aber die insgesamt ist es natürlich so, dass die Rolle, die die Journalisten nicht nur in der KGB-Hackgeschichte gespielt haben, sicherlich eine fragwürdige ist. Also die Journalisten, wir eingeschlossen. Und wenn Steffen sagt, das war nicht Journalismus, das war Propaganda, dann waren wir vielleicht teilweise die Propagandahelfer. Kann man so sagen. Und natürlich ist das ein... Ja, das liegt ja sehr lange zurück, da kann man sich ja zu manchem bekennen. Aber es ist in der Tat so natürlich, dass da die Distanz in gewisser Weise fehlte und dass das natürlich ein Geschäft auf Gegenseitigkeit war, das ist ja völlig klar. Wir damals, Anfang 30, relativ, sagen wir mal, nicht so stark verankert jetzt in den Redaktionen, freie Mitarbeiter, die jeden Tag gucken, dass wir neue Themen bekommen, haben uns relativ früh, und dafür spreche ich für Matthias Lehnhardt und für mich, Matthias, der heute, wie du sagst, leider nicht da sein kann, uns relativ früh spezialisiert vielleicht, jedenfalls uns eingelassen auf diese Geschichten. Nicht nur, weil wir da natürlich einen Markt oder irgendwie Möglichkeiten gesehen haben, irgendwas abzusetzen, sondern auch, weil uns das fasziniert hat und weil wir, glaube ich, auch über die reine Berichterstattung hinaus auch, ja, auch Beziehungen, Freundschaften und so weiter geknüpft haben. Was ich unterschätzt habe, das kann ich gleich sagen, das ist, wie sehr wir damit unwillentlich den Diensten, dem Verfassungsschutz, dem BKA, dem BND zugearbeitet haben in dieser Geschichte. Das können wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen, aber das war eindeutig objektiv, war unsere Rolle natürlich, wir waren objektiv Mittler. Es gab an einer bestimmten Stelle, das wurde ja auch sehr gut gezeigt, an einer bestimmten Stelle gab es ein Interesse der beiden hauptbetroffenen Hacker, sich in irgendeiner Weise aus der Nummer rauszuziehen. Und das ging dann irgendwann nicht mehr ohne, sagen wir mal, ohne Selbstbezichtigung oder ohne Offenbarung. Aber das war natürlich genau der Punkt, an dem wir wie so ein Katalysator reinkamen und im Prinzip die Rolle hatten, da einfach die Dienste und die Hacker vielleicht zum ersten Mal zusammenzubringen. Soweit vielleicht erstmal. Ja, also die Dienstkontakte sind ja älter. Also ich hatte meinen ersten Dienstkontakt, da war ich 16. Da habe ich den Psychologen von Andreas Bader und Jan-Karl Raspe kennengelernt. Das war 6 Jahre, bevor ich zum CCC gekommen bin. Und da wusste ich aber noch gar nicht, dass der auch dienstlich, der war dann später Referent von Christian Lochte, das kam dann, ne, in am Ende der Geschichte. Nochmal, Lochte war Chef des Verfassungsschutzes in Hamburg. Ne? So, das war also eigentlich mein Dienstkontakt. Ich habe da eine Freundschaft gehabt, die ich immer mal wieder mehr oder weniger gepflegt habe. Ich habe das aber auch nicht als Dienstkontakt verstanden, sondern das war ein guter Freund und wir haben uns über viele Sachen unterhalten, Terrorismus, technologische Abhängigkeiten, sonstige Sachen, aber das war, habe ich nicht auch so da nie mit dem CCC auch in der Zeit nicht verknüpft. In den Zeiten, wo es dann später, sage ich mal, heißer wurde, war der Kontakt dann eigentlich wieder ruhiger. Wir hatten das Problem mit den NASA-Hackern. 1986 gab es die Einführung Wirtschaftskriminalitätsgesetzesänderung. Damit waren die Sachen strafbar geworden, die vorher gar nicht verfolgt werden konnten. Und dann hatten wir halt eine Gruppe von 5 Leuten,
die ganzen Waxen aufgemacht hatten und sich ja eigentlich da straffrei rauskommen wollten. Unsere Überlegung war, wie können wir das irgendwie hinkriegen, dass wir die straffrei aus der Nummer rauskriegen, und sind dann auf die Idee gekommen, da, das ist auch ein bisschen vermittelt, sage ich mal, jetzt über den Hans Gliss, Datenschutzberater, Handelsblatt Verlag, so als, dass man das vielleicht über den Verfassungsschutz einfädeln könnte, die straffrei rauszukriegen. Das war die erste Kontaktaufnahme, und da ging es von unserer Ansatzweise aus darum, dass wir den Eindruck hatten, dass das eben, wo die sich rumgetrieben haben, auch im nachrichtendienstlich relevanten Bereich ist. Und wir wollten die Sache eigentlich bei den befreundeten Diensten, würde jetzt ja heute die andere Seite sagen, also ich würde das Wort nicht unterschreiben, ne? Also dass wir das da irgendwie kanalisieren und irgendwie einen Weg gesucht haben, die straffrei rauszukriegen. Was sich dann im Nachhinein entwickelt hat, ist, dass das Ganze ein riesiges Konglomerat war. Letztlich haben die ganzen Leute, die auf den Wachsen unterwegs waren, ob das jetzt die Gruppe der NASA-Hacker, der KGB-Hacker oder sonstigen waren, die kannten sich, die haben untereinander Tipps, Tricks, sonst was getauscht. Das war für uns und natürlich auch für die Außenstehenden überhaupt nicht überschaubar. Ich meine, sind ja auch nicht rumgelaufen und gesagt, wir hacken für den KGB und die anderen so. Wir hatten, wie gesagt, die Gruppe, die wir daraus durchbringen wollten, und haben dann den Kontakt gemacht. Deutete sich an, dass das schieflaufen könnte, weil ein Journalist aus Hannover über die Geschichte gestolpert ist, der Jochen Sperber, der dann einen schönen DPA-Artikel geschrieben hat, der dann irgendwie in der Redaktionskette auf merkwürdige Weise fürchterlich verwurstet wurde und dann nur noch Schrott bei rausgekommen ist, den keiner mehr gedruckt hat. Damit war das Thema vom Tisch. Jochen hat sich fürchterlich aufgeregt, und wir konnten dann also unsere Pressearbeit zum NASA-Hack vorbereiten, die wir dann also richtig, ich sag jetzt auch mal, vorbereiten. Das ging los mit der DPA-Meldung. Die haben wir dem Jochen dann noch gelassen morgens. Dann kam der Guardian, dann kam Handelsblatt, dann kam eine Presseerklärung vom CCC und dann kam die Meldung über die Sondersendung von Panorama abends. 3 Tage später hat sich Barschel wurde dann in der Wanne aufgefunden. Derzeit war das. Dann war das Thema aus den Medien raus. Und 3 Wochen später kam dann das Bundeskriminalamt und hat uns dann ausgehoben, und dann hatten wir letztlich die Medienhoheit wieder und konnten dann sagen, wir werden doch hier noch verfolgt. Also das jetzt auch nur mal so als Hintergrund so ein bisschen zur Medienarbeit. Ja, aber das hat natürlich auch deshalb funktioniert, weil der Chaos Computer Club, oder ich sage jetzt mal die wichtigen Leute im Chaos Computer Club, zu der Zeit zusammengearbeitet haben. Ich denke, eins muss man ja aber auch feststellen, dass mit dem KGB-Hack letztlich auch irgendwie fast sowas wie eine gegenseitige Zerfleischung und fast Selbstzerfleischung eingesetzt hat, die genau diese Leute handlungsunwillig und dann auch handlungsunfähig gemacht hat und die ja fast auch dazu geführt hat, dass der Chaos Computer Club Anfang 1990 eigentlich fast zu Ende gewesen wäre. Das hat nichts mit dem KGB-Hack zu tun, das sind die Geschichten, die sich schon im NASA-Hack in der Geschichte mitentwickelt. Das ist aber auch alles eine Geschichte. Ja, gut, diese Idee, aber gut. Deshalb eigentlich wollte ich auch so, weil Andi sozusagen, muss man ja auch wissen, dann eben den Club, ich will jetzt nicht sagen gerettet hat, aber doch die Club-Kontinuität fortgeführt hat, die eigentlich auf dem Spiel stand, Andi, oder siehst du das anders? Das ist wohl so, aber wir verkürzen jetzt gerade einen 4-jährigen Zeitraum auf 1 Minute, und da gab es dann doch 1-2 Phasen drin. Die NASA-Geschichte, das Herumspazieren und Space Physics Analysis Network, das war in der Tat, da haben wir uns nicht mal besonders clandestin verhalten. Das Einzige, was daran nicht stattgefunden hat, Wau hat immer gesagt, kein Hacken aus den Clubräumen raus, um zu vermeiden, dass sozusagen der Club direkt adressiert wurde, dann haben uns halt abends in der Kneipe getroffen, die Kennung getauscht und das irgendwie in irgendwelchen Privatwohnungen gemacht. Aber das war eine Zeit lang alles ganz harmlos, und wir waren da auch nicht besonders geheimniskrämerisch mit. Das war einfach großer Spaß, sozusagen das Datenreisen im positiven Sinne. Und die NASA-Geschichte,
die ging ja auch noch durch. Klar, ich würde es nicht unbedingt Propaganda nennen, aber man könnte sagen, gut, wir haben das Datenreisen propagandiert. Natürlich, wir haben uns natürlich die Welt ein bisschen schön geredet in unserer Naivität. Und die spätere Entdeckung, dass einige aus diesem Team heraus dann auch mit finanziellen und sonstigen Gelüsten unterwegs war und einen Haufen Ärger mit reingebracht hat, das war dann dieser Moment, wo wow, die Vertreibung aus dem Paradies naht. Aber es gab eben vorher schon diese, wie ich finde, ja, na, das kannst du nicht unbedingt Zersetzung nennen, sondern, Entschuldigung, also ich habe wow ja mal zufällig an einem, 87 war das oder so, an einem Freitagabend, ich bin gerade aus dem Club rausgegangen, er sprang gerade aus deinem Auto raus, du fuhrst weiter, ich habe ihn gefragt, wo kommst denn du gerade her, hat er mir das erzählt, naja, wir waren gerade beim Verfassungsschutz, haben gerade so ein komisches Gespräch geführt, weil es gibt da irgendwie Ärger am Horizont und so fort, das hat wow, hatte so eine Eigenart, das hat er mir auch gesagt, normalerweise hätte er mir das nie erzählt, aber da ich direkt gefragt habe, er wollte mich nicht anlügen. Und er hat immer gesagt, wenn man eine Frage gestellt hat, hat er eine Antwort verdient, da war er sozusagen gnadenlos, das war so eines seiner Prinzipien, die du am Anfang auch erwähnt hast. Und dadurch hatte ich vielleicht etwas früher als andere eine Vorstellung davon, was sich da so gerade abspielt. Auch die Hausdurchsuchung in der Schwenkestraße, das war ja keine reine Spazierfahrt, da haben wir uns schon alle ein bisschen erschrocken. Die kam ja aber auch aus einer Ecke, die wir erstmal gar nicht zuordnen konnten. CERN, Frankreich, gut, das war die Hacker-Fahrschule, da waren wir alle drin. Das war so ein, die hatten halt, haben halt irgendwelche Kernforschung gemacht und hatten da tausende von diesen super benutzerfreundlichen Computern, die man ohne Manual bedienen konnte, die ein Online-Hilfesystem hatten. Das war in der damaligen Zeit, wo es eben das Web noch nicht gab, war das sozusagen unser beliebtester Ort. Und Hacker-Fahrschule haben wir es deswegen genannt, weil die hatten so viele davon, da konnte jeder rumüben und tun und machen. Und scheinbar hat es auch lange niemanden gestört. Es gab dann eine Zeit lang, wo es sie gestört hat. Da gab es ein bisschen Katz-und-Maus-Spielen und dann auch Ermittlungen. Aber das war alles noch verhältnismäßig harmlos. Da war noch nicht diese Gravität von Spionage und diesem ganzen Schrott mit drin. Und als der dann kam, da gab es natürlich auf drei oder auf vielen verschiedenen Ebenen gab es Vertrauensprobleme. A, innerhalb dieser Leute, die zusammen gehackt hatten, war das, also wir haben ja auch hier welche von denen im Raum, ich weiß nicht, ob die sich outen wollen, man hat zusammen irgendwie Computer aufgemacht und sich eben auch Methoden geteilt und auch Tools gemeinsam seziert und so fort. Und das war natürlich schon, erstmal musste man erstmal schlucken, so wenn man erfahren hat, der ist jetzt gerade im Ermittlungsverfahren, weil der hat für den KGB gearbeitet und vor 2 Wochen saß ich mit dem noch zusammen. Huh, so das war schon erstmal so eine Nummer, wo man erstmal was zu verarbeiten hatte. Und die Abgrenzung zwischen diesem harmlosen Spielen und dem KGB-Dings, die fiel ja nicht nur uns schwer, die fiel den Ermittlungsbehörden noch viel schwerer. Und die haben gesagt, naja, dann machen wir doch erstmal ein Großverfahren auf. Und es gab in der Spitze offenbar so gegen 180 Leute mal so präventive Ermittlungen, habe ich gehört, aus den Akten, die ich mal durchgeblättert habe. Da gab es so große Diagramme und wer mit wem und in welchen Städten und ob es da Geldflüsse gibt und dieses und jenes. Das haben natürlich die, wir reden ja hier von Zeitalter des Kalten Krieges und Westdeutschland, also das haben die, wie ich es in meiner Sprache sagt, die Bullen und die Dienste, die haben das natürlich auch als Einladung genommen, so jetzt gucken wir uns das alle mal an. Und das war natürlich die zweite Ebene sozusagen des Misstrauens, das da aufgekommen ist, nicht nur gegen seine eigenen Kumpels, sondern auch wenn jetzt jemand neu zur Tür reinkam. Bislang waren wir da völlig so, hey, kommt halt einer rein, was bist du für einer? Und jetzt war immer so, ist das jetzt ein Dienstler, ist das jetzt ein Bulle, ist das jetzt irgendwie ein ausländischer Dienst? Also da hat sozusagen die Paranoia nochmal anders funktioniert. Ja, und dann kam als dritte Ebene die Ebene der Verdächtigung innerhalb des Altherrenclubs. Ich war ja 15, 16. Ich war relativ unverdächtig. Aber es gab eben die älteren Herrschaften, die, als ich da kam, schon da waren. Das waren ja nur 10, 20. Und als die sich dann gegenseitig angefangen haben zu verdächtigen, wer für die Dienste arbeitet, da wurde es halt richtig krass. Und da sind auch einige, der Klaus Schleisig, der heute nicht hier ist, aber der auch im Vorstand der Warholler-Stiftung ist, der ist zum Beispiel dann mal 15 Jahre aus dem CCC raus, weil er gesagt hat, das ist mir zu krass. Also wenn jetzt hier irgendwie innerhalb des CCC der eine hat den anderen verdächtigt, für Verfassungsschutz zu arbeiten, so dann bin ich weg. Das war eben einfach, das hat auch mit deiner Rolle zu tun, Steffen, vielleicht mit der Art und Weise, wie Verdächtigungen ausgesprochen wurden. Da können wir uns jetzt stilistische irgendwie Diskussionen noch reinziehen. Ist ja alles 25 Jahre her, da kann man das tun. Aber also damit habe ich, glaube ich, den Bogen mal so ein bisschen vielleicht aufgemacht, so, um mal ganz kurz die Bandbreite dieser
dieser Paranoia, der Misstrauen und der Aktivitäten zu zeigen. Und diese inneren Verdächtigungen haben halt dazu geführt, dass ein Vorstandsmitglied an einem Tag, an den erinnere ich mich noch gut, seine Arbeit niedergelegt hat. Er war zufällig der Kassenwart. Steffen hatte dann, du hattest aus irgendeinem Grund gerade keinen Bock mehr, die Pressearbeit zu machen. Ich glaube, weil die anderen dich verdächtigt haben, dass du nur eine Intrige in den Club gezogen hast. Und so war das. Und wie an einem Tag passiert es mir, der eine kam, gab mir seinen Clubschlüssel, hat mir die Buchhaltung, die Mitgliederverwaltung noch kurz die Abläufe erklärt, ist abgehauen. Dann hast du mir eine Kurzpressluftbeatmung gegeben, so Pressearbeit, wie macht man das? Einfach die Fragen ignorieren, sagen, was du sagen willst. So. Wir hatten also zwei, drei Regeln, so. Dann warst du auch weg. Ich sage jetzt nicht was und wie, das magst du jetzt selber ergänzen. So. Bau hatte dann zwischendurch mal entdeckt, dass er pleite ist und hat irgendwie versucht, eine Firma zu gründen. Er hatte mal kurz mit dem Kapitalismus zu kämpfen und dann saß ich da erst alleine, dann kamen noch zwei andere Jungs, die eigentlich mehr an Haschisch als am CCC interessiert waren, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir haben jedenfalls in so einem kleinen Dreier-Team, ich habe den anderen dann irgendwie versucht, sozusagen das zu erklären und die dazu zu motivieren. Und wir haben das irgendwie ein bisschen geschafft, dass der CCC dann eine Zeit überlebt hat, wo der Altherrenclub einfach nicht mehr miteinander konnte und wo es irgendwie aber aus meiner Sicht darum ging, eben weiterzumachen. Auch wenn die Diskussion um die Hackerethik, Wau hatte aus meiner Sicht ganz schräge Texte geschrieben, er hatte ein so ein Ding auch an die Pinnwand gehängt, so Hacker mögen das nicht mit den Geheimdiensten. Da habe ich ihn irgendwie zur Rede gestellt und gesagt, Alter, was ist denn mit dir los? Weil mögen, was ist das für ein Begriff? Ich mag keinen Hirsebrei, habe ich dann argumentiert. Aber was hat das hier damit zu tun? Also das war irgendwie so, der hat Wau, das war irgendwie so eine emotionale Art von ihm, wo er vielleicht noch nicht die Worte gefunden hat. Vielleicht, Bernd, kannst du mir dazu was sagen? Weil ich weiß, dass ich mich sozusagen mit Wau gefetzt habe, weil ich gesagt habe, also entweder wir haben hier eine klare inhaltliche Linie und Abgrenzung, aber was wir mögen und nicht mögen, was hat das hier damit zu tun? Ich glaube, dass bei Wau an der Stelle auch noch mit reingespielt hat, dass er, ich glaube, es war der Kongress 87, sich noch mehr oder weniger öffentlich hingestellt hat, also offen aufs Podium gestellt hat und gesagt hat, das Ungleichgewicht zwischen Ost und West ist nur durch Technologietransfer auszugleichen. Und ja, aber dann hätte er ja für, denn dann hätte er die Nummer mit den KGB-Jungs ja gut finden müssen. Also das war es ja jetzt auch nicht. Wir hatten ja schon alle, in unserem westdeutschen Tunnel-Realitätsfilm hatten wir ja schon alle, waren auch nicht ganz ungefärbt von den bösen Russen und so weiter und so fort. Also erstmal die Nummer mit der ersten Kontaktaufnahme, um die NASA-Hacker straffrei zu kriegen, war ja auch im Umfeld des Clubs nicht unumstritten und ist uns danach überhaupt ja auch um die Ohren geflogen, mit Recht, sage ich heute. Dann darfst du nicht vergessen, dann kamen die hübschen Hausdurchsuchungen bei mir und auch im Club. Dann durfte ich für unsere Freunde aus dem Film dann ja zwar 68 Tage in Frankreich ins Gefängnis gehen, was ja auch mit der ganzen Geschichte letztlich zu tun hatte. Die Franzosen haben mich alle mit Heil Hitler begrüßt bei der Brigadier Financier und ich dachte, wie kommen die da drauf? Sind die nicht ganz dicht? Ja, nee, die haben bei der Hausdurchsuchung ein Originalexemplar von Mein Kampf gesehen, deshalb war ich für die Nazi. Habe ich dann aus der meterdicken Ermittlungsakte, die ihr für mich habt teuer kopieren lassen, dass ich mir die durchlesen konnte, dann gefunden. Dann komme ich aus dem Knast raus und treffe mich dem Hamburger Staatsanwalt, ja, beim Gestern und Heute in Hamburg zum Frühstück. Und der erzählt mir, dass er sagt, ja, Venier, ich habe den mutmaßlichen Verdacht, Sie sind Nostagent. Ja, sag ich, wie kommen Sie denn da drauf? Ja, auf Ihrer Hausdurchsuchung hing ein Foto von Honecker in Ihrer Küche. Du hattest in der Küche den Original Honecker. Ja, in der Küche den Honecker. Den Dialog erinnert. So, der Gag ist aber natürlich der, ich habe gedacht, ich bin im Kino, ja, die drehen alle durch, aber das änderte ja nichts an der Situation, dass sie das auch glauben und dass sie das auch kommunizieren und letztlich damit schon angefangen wurde, die Zersetzungsstrategie, dass so da fing das. Ne? Wir haben das ja nicht nur mir erzählt, haben das auch anderen ja erzählt, das Intrum und so weiter womöglich. Und ne? Dann also das war für mich zumindest der Anfang dieser Zersetzungsgeschichte. Die Nummer mit Reinhard kam dann wesentlich später. Und zwar kurz. Kennt das Publikum noch nicht? Ja, dann kurz bevor wir dann eigentlich eine Podiumsdiskussion mit Lochte machen wollten, das war auch 88, Lochte Verfassungsschutz, Kongress, wollten dann eine Podiumsdiskussion machen, war auch alles schön terminiert
Und 4 Tage vorher kriege ich dann gesteckt, dass einer aus dem Vorstand da, ja, dass da wohl die Akten während meiner Knastzeit aus der Hütte geschafft und Kopien und sonstige Sachen dann in den Akten gelandet sind und so weiter. Und da muss ich sagen, da ist mir dann natürlich erstmal, da habe ich den Kongress über mit Magenkrämpfen zu Hause gelegen. Das hat mir dann erstmal die Schuhe ausgezogen. Lochte ist dann nicht zur Podiumsdiskussion gekommen, weil dann inzwischen die Warnkette hinten rumgelaufen ist natürlich. Der hat dann die Fernsehsendung gemacht bei Sat.1, aber ist dann nicht zur Podiumsdiskussion gekommen. Ja, und ich hatte dann nichts Besseres zu tun, als denjenigen darauf anzusprechen. Silvesterabends, glaube ich, wollte das Thema in diesem Jahr unbedingt noch erledigt haben. Ja, und im Nachhinein, sage ich mal so, sind wir letztlich beide Opfer der Intrigen und Ausspielspiele geworden. Ob da jetzt was dran ist oder nicht, egal in welcher Richtung, an Reinhard sowohl wie ich auch da, sehe ich das heute so, dass wir dann auch Opfer dieser Intrigenspiele geworden sind. Und natürlich der Club insbesondere mit allem drum und dran. In dem Handbuch der Stadtsicherheit, in der, ich glaube, Arbeitsrichtlinie 72 oder wie das Ding heißt, da gibt es ja ein ganzes Kapitel Zersetzung. Und da ist es eigentlich genau erklärt, wie das halt funktioniert, wie man Leute gegeneinander und wie man das Selbstbewusstsein von Akteuren und soziale Beziehungen zerrüttet und so fort. Und das war schon alles wie aus dem Lehrbuch. Auch, dass eben nicht von außen, nicht ein Außenstehender dem Club gesagt hat, da ist einer drin, sondern dass einer aus dem inneren Kreis das gesagt hat. Also ob du da sozusagen wissentlich oder unwissentlich zum Boten gemacht wurdest oder zum Akteur gemacht wurdest, das ist ja auch eine Möglichkeit. Vielleicht. So, jetzt habe ich aber mal eine Frage an die Bloggerin links von mir. Was hältst du denn von dieser Altherrenrunde und von den Geschichten aus den 80er Jahren? Ich blogge ja gar nicht, ich schreibe gelegentlich Artikel, aber... ganz ernsthaft, ich habe jetzt hier euch zugehört und habe gedacht, das klingt wie die Geschichten aus einer Jugend-Antifa-Gruppe aus irgendeinem beliebigen Brandenburger Stadt. Weil sobald man anfängt, mit dem Verfassungsschutz sich auseinandersetzen zu müssen oder zu wollen, je nachdem, von wem das jetzt ausgeht, es hat immer die gleichen Dynamiken, es hat immer die gleichen... Ne, dann kommen auch, wenn es dann alles die Konflikte, das ist, ich könnte genauso einen Handbuchartikel darüber schreiben. Und es ist eigentlich auch völlig egal, ob die Zersetzung von außen kommt oder von innen kommt oder ob man es hausgemacht. Wahrscheinlich braucht man nicht mal einen Agenten, der irgendwas reinträgt, weil man sich sowieso zerfleischt, weil genau das Problem auf so einer. Da ist auch der Film ganz, ganz schön gewesen an der Stelle, weil er halt zeigt, es kommt immer der Moment dieser gnadenlosen Selbstüberschätzung. Ja, ich habe das im Griff, ich bin schlauer als die. Ich gebe denen nur Sachen, die sie schon wissen oder wie auch immer. Und die einzigen, die unter die Räder kommen, ist die eigene Organisation. Und wenn die nicht gut organisiert ist und jede Organisation hat immer ihre Schwachpunkte, ihre Momente sozusagen, dann platzen einem die Konflikte über dem Kopf wie Seifenblasen oder wie auch immer. Also das Bild jetzt richtig wäre. Genau, insofern finde ich das ganz interessant zu hören, dass der, was mir nicht bekannt war, dass der CCC auch mal genau die gleichen Diskussionen hatte, wie halt, wie ich sie nur aus Brandenburger Antifa-Gruppen kenne. Find ich total sehr schönen Vergleich. Es gab übrigens eine Sache, die Wau daraus reflektierend später eingeführt hat, die ihn nicht weniger krass gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, wir müssen sowieso davon ausgehen, dass sozusagen, wenn Kommunikation nicht sicher ist oder wenn bestimmte delikate Angelegenheiten schon Außenstehenden bekannt ist, er hat dann darauf bestanden, dass alle das wussten. Weil er gesagt hat, es darf nicht sein, dass die Außenstehenden mehr über uns wissen oder diese Angriffspunkte kennen und wir im Innenverhältnis nicht. Und das war nicht immer eine leichte Übung, aber das war, wahrscheinlich gibt es solche Prinzipien auch in solchen Gruppierungen. Aber das, wie gesagt, die interne Kommunikation, und das hat den CCC, also das war aus meiner Sicht ja immer die Stärke des CCC. Wir haben uns intern zwar gefetzt, weil wir total heterogen waren. Wir waren ja nicht mal gemeinsam antifaschistisch. Es gab bei uns Leute, Nationale vielleicht nicht, aber schon junge Union, gab es schon. Es gab Leute aus irgendwelchen Hamburger reichen Familien, die, ja, ganz ekelhaft.
gab irgendwie Punks. Jetzt könnte man sagen, da ja sowieso in der damaligen Zeit das alles in einer großen Haschischwolke stattgefunden hat, war die Konfliktfähigkeit, naja, die war mal ausgeprägter, mal weniger, oder die klare Sicht war vielmehr vielleicht mal eingeschränkt. Aber es gab schon dieses Momentum der Auseinandersetzung, und das war eigentlich das, was den Club lebenswert gemacht hat. Also dass man einfach gesagt hat, irgendwie, wir packen die Sachen auf den Tisch und diskutieren so lange. Wir haben das dann hier in Berlin auch fortgeführt. Wir haben dann unser Plenum, unser Wöchentliches, haben wir dann irgendwann liebevoll in Schreitherapie umgenannt, weil es nicht immer leise blieb und so. Aber das war eigentlich die Kraft, die das weitergetrieben hat, kann man sagen. Ja, jetzt muss mal jemand anders. Bernd, wo ist die nächste Frage? So, zack. So, ja. Ich würde gerne noch mal auf diese Geschichte mit dem Maywalter eingehen. Der Maywalter aus dem Film ist ja eine Zusammenfassung letztlich von zwei Jugendfunkredakteuren vom Norddeutschen Rundfunk, die aufgetaucht sind in der Zeit, sage ich mal, ich kam gerade aus dem Gefängnis raus, da sind die ja bei mir auch aufgelaufen. Ne? Und ich muss dann dazu sagen, die härteste Nummer war eigentlich die, ich kam aus dem Gefängnis raus, Pressekonferenz unten, sitzt dann oben in dem Laden. Die beiden Jungs kommen dann da und erzählen mir, ja, die nächste Nummer ist schon wieder fast am, das kommt eine richtig fette Nummer und die ist am Laufen. Und ich dachte, ich sterbe. Ich war noch keine 24 Stunden aus dem Gefängnis raus, da wurde mir schon die nächste Nummer auf den Tisch gelegt. Ich habe die für wahnsinnig erklärt. So, und dann hatte ich natürlich auch ein bisschen mit erstmal damit zu tun, mein Leben wieder zu ordnen. Und in der Zeit haben sich Lerche Scheunemann praktisch gezielt da rein integriert und versucht, da ihre Geschichte aufzureißen. So, was ich dann später mitgekriegt habe, nach dieser ganzen Nummer, nachdem Karl tot war, kamen also Leute vom Betriebsrat des NDR zu mir. Kann ich auch heute sagen, wer es war, Reinhold Kujawa, denen das fürchterlich auf den Keks gegangen ist, dass der halbe NDR da fürchterlich verseucht ist und da nur noch Geheimdienstspielchen hin und her geschoben werden und der Chef von Panorama mit ja, Loch des Tenniskumpel war, was im Film ja nur so durch so ein Foto angedeutet wird. Es ging ihnen also fürchterlich auf den Keks und der Kujawa saß nun mal im Vorzimmer von Lerche und Scheunemann und dann haben wir also da mal durchrecherchiert und auch die Hintergründe, was in der Zeit dann überhaupt passiert ist. Und es zeichnete sich also ab, dass es da Westkontakte, aber von den beiden wohl auch Stasi-Kontakte gegeben hat. Und dass sie eine ganz große KGB-Hackernummer bringen wollten, getimed auf den Gorbatschow-Besuch 89. Ja, die hatten sich Urlaub genommen, es waren Freizeiten eingereicht worden. Es gab vorher komische Reisekostenabrechnungen auch in den Osten rüber. So, und da haben wir uns dann natürlich gefragt, was ist das für eine Nummer, wer hat einen Vorteil davon, wird da abgezogen? Und in unserer Analyse war es eigentlich insofern ganz klar, dass natürlich die DDR das gut gefunden hätte, wenn zum Gorbatschow-Besuch KGB-Bashing oder so in der Form gemacht wird, weil das gute Verhältnis jetzt Gorbatschow zum Westen natürlich nicht so schön war für Stasi und die, weil das ja sie letztlich zurückgestuft hat. Sie hatten also ein Interesse daran gehabt, die Geschichte da zu bringen. Ja, und wer hatte kein Interesse daran, die Geschichte zu bringen? Das war auf der einen Seite sicherlich auch der KGB, der sich in einer bekannten Umbruchphase bestimmt nicht anguckt, wie Leute, die er bezahlt hat, austicken. Ja, es ist aber auch gut für möglich, dass Karl der selber zu viel geworden ist. Jedenfalls war die einzige Möglichkeit, dass da nichts passiert und keine Pressewelle mehr passiert ist, dass der Hauptprotagonist verschwindet, was ja dann auch passiert ist. Thomas, als Berufsskeptiker musst du dazu jetzt. Du meinst zur Frage des Verschwindens, oder? Ob der These von Steffen zustimmst, dass diese politische Qualität. Also einfach, Steffen, vielen Dank, aber das ist zu viel der Ehre. Das hat anders funktioniert, glaube ich. Also, da ich ein höflicher Mensch bin, würde ich das so nicht sagen, aber das ist wirklich zu viel Verschwörungstheorie. Aber Hans, vielleicht willst du was dazu sagen. Naja, ich habe Karl nur gekannt, und zwar besser als alle, die auf dem Podium sitzen. Und
dass ich, nachdem er aus der Klinik rausgekommen ist und mit ihm zusammengesessen habe und auch, ich wollte sein Freund sein, wollte ihm helfen, weil es ging einfach überhaupt nicht. Und dieses Gequatsche von wegen, der könnte jetzt gefährlich werden, der war total durch. Der hat mir erzählt, er sei Jesus Christus, ohne Scheiß. Und er sei jetzt in eine Sekte eingetreten und gerade getauft worden. Und es, also, jetzt wird irgendwie, ja, und Gorbatschow und aus dem Weg geschafft, da denke ich einfach nur, fuck off, so eine Scheiße würde ich mir echt nicht anhören. Also, finde ich einfach richtig, kotzt mich an. So, aber das war alles, was ich jetzt dazu sagen wollte. Ich danke dir dafür. Ich kann dir nur berichten von dem, was ich raus oder wo ich Akzente rausgelesen habe, dass du die als Bursche... Das habe ich die ganze Zeit schon gesagt, aber mir wurde da nie Glauben geschenkt und diese These von denen ja ist unter ungeklärten Umständen umgekommen. Ich habe den oft getroffen, ich weiß, wer das war und das ist alles gar nicht so unwahrscheinlich. Also da irgendwas reininterpretieren in irgendjemanden, der wirklich richtig eine arme Sau war, weil er nämlich lange in der Psychiatrie, in der geschlossenen Psychiatrie war und sich also wirklich nur ganz, ganz langsam wieder auf einigermaßen auf den Arsch gesetzt hat. Und da kriege ich echt einen Hals. Ja, da wird irgendwie dann, ja, und damals im Krieg und wir hatten und bla, aber das ist alles großer Quark. Ja, der Mann war wirklich richtig am Ende und ich hab mit ihm zusammengesessen und kann wirklich, also gleich. Ich würde ja gerne mal sehen, dass irgendjemand anders dem was anderes erzählt. Ja, dass irgendjemand anders mit Karl zusammengesessen hat und gesagt hat, der war bei klarem Verstand und hätte den gefährlich werden können. Da war überhaupt nichts von zu sehen, nicht im Ansatz. Ja, also vielen Dank für den, aber wirklich, ich meine das ernst, wir sitzen ja auch heute am 23.05. deshalb hier, weil es eben um den Todestag von Karl auch letztlich geht. Also ich habe vieles vergessen in den letzten 25 Jahren, was sich da ereignet hat. Mein damaliger Partner Matthias hat einen Text zu diesem Abend hier geschrieben, weil er nicht da sein kann und hat im Grunde einen Satz gesagt, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Wir haben ihn einmal getroffen, Karl, in Hannover, das weiß ich noch. Ein einziges Mal. Und Matthias hat es so kommentiert, dass er jetzt gesagt hat, der brauchte keine Journalisten, der braucht einen Arzt. Und im Grunde genommen, wenn wir schon über Hackerethik reden, könnte man auch über Journalistenethik reden. Diesen Mann in diese Situation zu bringen, ist absolut unverantwortlich. Und zwar nicht nur von den beiden jungen Jugendfunkredakteuren, sondern ganz zumal von dem gestandenen Redaktionsleiter eines öffentlich-rechtlichen Magazins. Und das ist auch unentschuldbar. Das ist unentschuldbar. Und das hat ja nichts damit zu tun, was da vorher gelaufen ist und in welche Zwangssituation sich sozusagen Karl und andere, die da mit dabei waren, gebracht haben. Aber die Tatsache, dass man im Prinzip den Mann nicht einfach aus dem Verkehr gezogen hat, indem man ihn weiter ärztlich oder psychologisch oder wie auch immer behandelt hat, sondern ihn im Prinzip zur Hauptfigur oder zur Mitfigur, zum Protagonisten einer solchen Geschichte zu machen, das ist absolut unverantwortlich. Ich sage nicht, dass die Journalisten, da wäre ich schlecht bedient, dass die im Prinzip schuld sind an dem Tod, und ich glaube, es ist ein Selbstmord übrigens, sondern ich sage nur, insgesamt ist die Situation am Ende so gewesen, dass es vielleicht auch für ihn gar kein anderes Entrinnen mehr gab. Das ist meine persönliche Meinung. Also ein Aspekt ist jetzt da noch zu kurz gekommen, über Hackerethik, Journalistenethik, reden wir mal kurz über die Ethik der Nachrichtendienste. Weil der Zeitraum, in dem Karl verschwunden und wohl auch zu Tode gekommen ist, oder auch speziell der Tag, er war ja rein formell noch in einem Programm, zusammen mit einem der anderen Hauptakteure. Mir. Dir? Okay, also. Hans, ihr beide wart unter die Leute, die euch geführt haben, die hatten, so kenne ich es zumindest, den offiziellen Titel auch Führungsoffizier. Es handelte sich um zwei Leute, einen, der innerhalb des Verfassungsschutzes verdächtigt wurde, von Computern Ahnung zu haben, ein gewisser Herr Pohl, heute Hochschulprofessor an der Uni Rhein-Sieg. Und ein, der unter dem Namen, ich glaube, Berg oder Berger oder irgendwie so auftrat und so wie ich deine und andere Beschreibungen der Situation kenne, gab es so eine Art Rollenaufteilung. Pohl war der Hardcore-Arschloch-Akteur, der sozusagen die Angst gemacht hat, und der andere war der dann sozusagen mit... Das stimmt nicht. Hans, ich würde dir gerne meinen Platz anbieten, weil ich glaube, dass du viel mehr zur Sache beitragen kannst als ich. Ich finde diese Legenden nur ganz einfach scheiße, weil das
war nicht so, dass der Pol irgendwie einer der Führungsoffiziere war, sondern wir hatten den Berger oder wie hieß er, er hatte einen Namen, der war natürlich falsch und der war unser Betreuer. Ich wusste nicht, dass das Karls Betreuer ist, ich wusste, dass das mein Betreuer ist. Der hat mich angerufen, hat mich irgendwie nach Köln-Bonn bestellt, dann habe ich ein Flugticket bekommen, bin da hingeflogen und dann haben wir uns getroffen und so weiter. Und der Pol, der war der Chef von dieser ganzen Ermittlungsgruppe oder wie auch immer, jedenfalls haben wir den seltenst gesehen und der hat mal seinen Schießhund mitgebracht, um das mal abzufedern. Ansonsten ist das alles ziemlich sage ich mal, zivil abgelaufen. Aber, und das kann man natürlich jetzt, wenn du sagst, irgendwie Logik von Geheimdiensten und du hast gehört, dass... Nee, ja, ich habe okay, mit dem, ich hab mit dem Berg... Mit ich möchte, Berg dich, nur, ich möchte okay, dich nur darauf hinweisen, Herrn dass Berg, ich... Okay. Diesen Herrn Berger oder Berg, ich komme jetzt nicht ganz auf seinen richtigen Namen, das war wahrscheinlich eh nicht sein richtiger Name. Steiert hieß er bei mir. Ja, kann gut sein. Den habe ich jedenfalls später nochmal getroffen, ein paar Jahre später. Kontakt hat mit Journalist vermittelt und der hat mir sozusagen von den Vernehmungen erzählt. Von ihm kam auch diese Rollenaufteilungsbeschreibung im Übrigen. Aber was er erzählt hat, hat mich insofern, der hat halt erzählt, ja, Karl hatte Hinweise dazu und dazu und dazu und seine Aufgabe war es ja nur sozusagen als Betreuer, als Vernehmer, wie auch immer, das alles aufzuschreiben und an die entsprechenden Fachabteilungen weiterzuleiten. Innerhalb der Nachrichtendienste haben wir halt dieses abgeschottete Need-to-Know-Prinzip. Das heißt, er hat auch nie wirklich einen formellen Rücklauf bekommen, ob das jetzt wertvoll war oder nicht, sondern seine Rolle war eben aufschreiben, weiterreichen. Und der hat, aber er hat sozusagen, ich habe ihn auch gefragt, so, ja, war Karl dann wirklich in dem Zustand, dass ihr den Eindruck hattet, so, das ist jetzt jemand, der euch jetzt hier weiterbringen kann als Nachrichtendienst, oder war der nicht auch durch? So. Und, aber da hat er quasi nichts zu gesagt. Also das war auch eine also das war aber du, ich meine, da musst du doch mal auch noch ganz kurz, da musst du doch aber noch mal einen Anschlag bringen, was wie alt Karl in dem Moment einfach war. Der war 21 oder 22. Was willst du denn von so einer Person erwarten als Quelle? Ja, ich meine, die Selbstüberschätzung, die wir da alle hatten, ja, die hat natürlich auch auf Karl zugetroffen und auf Karl ganz insbesondere. Also der das war ja irgendwie bei ihm alles schon angelegt irgendwie. Nicht so gut auszugehen, sage ich mal. Und da ging es eben einfach nur noch weiter. Natürlich hätten die sagen können, das ist gar keine Quelle, aber auf der anderen Seite, und das hatten wir kurz vorher mal besprochen, es gab natürlich auch Leute, die Tragweite der Computernetze in der Zukunft schon begriffen haben, die nicht, für die das nicht nur so was war, was jetzt irgendwie so ein paar verrückte Jungs, die irgendwie, sondern für die das ganze politisches Kapital war. Was dann in der Veröffentlichungsstrategie, wo der Chaos Computer Club eben dann auch immer mitgemacht hat, aus altruistischen Motiven, da will ich überhaupt nichts unterstellen, aber wo es auch andere Leute gab, die schon überblickt haben. Also wenn es jetzt so weitergeht, wie das angelegt ist mit der Entwicklung, dann haben irgendwann alle ihre Computer in der Tasche und wenn wir nicht irgendwie darauf hinweisen, dass es sicher Probleme gibt, so, dann wird uns das zum Nachteil gereichen. Und diese Leute, die waren natürlich daran interessiert, dass Karl als Quelle auch erhalten bleibt, weil man brauchte ja diesen Skandal. So auf der Ebene würde ich mich dafür auch hergeben, zu sagen, ja, okay, da gab es auch ein politisches Interesse. Aber irgendwie irgendeinen Mordfall daherzureden, und da bin ich sehr empfindlich, hier auf dem Podium irgendwas anderes zu sagen, als Karl war echt richtig durch, da haben die ihr politisches Interesse über was anderes gestellt. Das ist meine feste Überzeugung. Die will ich auch gerne akzeptieren. Ich will dir aber trotzdem jetzt nur der Vollständigkeit halber noch erzählen, was der Onkel mir noch erzählt hat, der Steiert oder Berger oder wie auch immer hieß. Nämlich, er hat gesagt, es gab nur für ihn einen Rücklauf, den er zufällig mal bekommen hat, weil er einen aus dem Referat 7, aus der Terrorfahndung, mal in der Kantine getroffen hat. Und der hat mir erzählt, es ist eine Geschichte aus dieser Vernehmung gab, die enorm vorangebracht hat. Und das sei die Reaktivierung von als gestohlen gemeldeten also Kraftfahrzeugkennzeichen über die in, keine Ahnung, Kiel oder irgendwas, gibt es die Kraftfahrbundesamtsdingens, Datenbank, irgend so eine Geschichte. Jedenfalls, dass Karl Ihnen das erzählt hätte und auch, dass das so eine Art Auftragsarbeit gewesen wäre oder so eine Gefälligkeit für seine Freunde aus der linksterroristischen Szene. Und das ist, ja Moment, und da kommt halt eine Dimension rein, wo ich mir vorstellen kann, wisst ihr, da sitzen diese Nazis, wollte ich jetzt sagen, Entschuldigung, ich halte mich jetzt mal zusammen, also da sitzen diese westdeutschen Beamten in ihrem Verfassungsschutzfilm
und haben halt so einen jungen Typen vor sich und der erzählt halt, was sie hören wollen. Ne? Der will sich natürlich auch vielleicht wichtig machen, keine Ahnung. Also wie der genau zustande kommt, kann ich dir nicht sagen. Aber jedenfalls ging das dann so weit, dass dieser Typ, den ich wie gesagt getroffen habe, mir dann erzählt hat, ja und da sehe er ja am ehesten das Mordmotiv, das sei dann wahrscheinlich ein Racheakt von seinen Freunden aus der linksterroristischen Szene gewesen, wo ich so, Alter. Ja, aber ich meine, tatsächlich ist es so, um das nur für die, die diese Geschichte nicht so in- und auswendig kennen, zu ergänzen, ist es eben so, dass diese Szene am Anfang, wo es um Brockdorf ging, die hatte eben auch ihren Hintergrund, denn Karl kam aus der Schülerratsszene und es gab da Kontakte, die mit denen er auch kokettiert hat. Und dieses Kokettieren, das hat ihm natürlich dann irgendwie auch Credits gebracht beim Verfassungsschutz ohne richtige Quelle. Oh, der ist auch links, weil wie so mit Computern, alles modern, aber da kann sich schon mit aus. Ja, naja und... Mich würde interessieren, was Matthias zu sagen hat. Hast du da irgendwie... Soll ich euch mal ein bisschen was vorlesen? Das würde mich echt interessieren. Du kannst es ja auch, ich weiß nicht, ob es für die anderen interessant ist. Ja, es ist ein siebenseitiger Text. Nee, keine Sorge, ich habe das hier. Ja. Okay. Ich fand das extrem bemerkenswert. Also erstmal schreibt er, also Matthias, gehe davon aus, dass die Dienste auch von uns, Thomas Ammann und mir, den Journalisten wussten. Ost und West spielten das Spiel über 1,5 Jahre lang. Zwei Zeugen erscheinen auf der Bühne, der eine bekommt kalte Füße. Ich bin ein Spion, erinnert dich, ne, an was? Und er versucht Rat oder Schutz von den Journalisten zu bekommen. Wir schaffen ihn zum Strafrechter, Professor Dr. Ulrich Sieber, ein Mann, der sich um die Novelle des zweiten Wirtschaftskriminalitätsgesetzes verdient gemacht hat und unbedingt den Passus im Gesetz haben wollte, Straffreiheit bei Selbstanzeige für Hacker, was aber letztlich nicht geklappt hat. Also das hat nicht geklappt. Dennoch wurde offenbar an einer Grundzeugenregelung gebastelt. Das hieß für die Zeugen generell das Kontaktverbot mit uns und rückhaltlose Zusammenarbeit mit den bundesdeutschen Behörden. Das andere haben wir schon gehört. Ja, warum haben wir, die freien Journalisten, das so lange mitgemacht und den Behördendeal der Redaktionsleitung exklusive Informationen beim Zugriff gegen Stillhalten akzeptiert? Zum einen braucht es eine glaubwürdige Redaktion zur Veröffentlichung, es braucht den Rechtsbeistand und die Rückendeckung des Apparates. Bei der Panorama-Redaktion war dies gegeben. Wie ist das Ganze zu bewerten? Zunächst zu den sogenannten Diensten. Deren Einschätzungen sind immer politisch, haben mit Desinformation zu tun und sind nie geradeaus zu werten. Dem sorgfältig aufgebauten Trottelbild sollte man nicht folgen. Da sitzen durchaus geschickte und kluge Leute. War es damals wert, das erste Cyberwar-Trainingscamp mit Ost-West-Austausch unter fachlicher Anleitung eines Spitzenhackers und intimen Kenners der Szene, der zu rückhaltlosen Kooperationen gezwungen war, woran er sicher oft genug erinnert wurde, Personen und Strukturen der Vereinigung ohne feste Strukturen aufzuklären, war schon immer erklärtes Ziel des Bundesamtes. Und die wurde jetzt frei Haus geliefert. Welche Szenarien durchgespielt wurden, bleibt unklar. Ich glaube, dass übrigens auch der Hauptnutzen der ganzen Aktion, den hatte ja nicht der KGB am Schluss, sondern vielleicht die Leute, die das Geld ein bisschen bekommen haben und aber natürlich die bundesdeutschen Dienste, die einfach über den Hebel Erkenntnisse über die Szene gewinnen konnten. Ja, das ging, ging ja auch und so weit, dass direkt nach der KGB-Geschichte im Bundestag mit Verweis auf die KGB-Geschichte das Gesetz zur Gründung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik Pol war, genau. Aber wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ich beschäftige mich gerade aus anderem Grund mit der Frühgeschichte. Und wenn man eben sieht, welche Diskussion in der Gründung des CCC und eben auch in der öffentlichen Politik und so weiter das CCC angelegt war, welche Konflikte da im Prinzip sich angedeutet haben, dann kann man das mit der Rückschau aus heute nur sagen, das waren auch relativ, sagen wir mal, grundlegende Konflikte. Und ich glaube eben auch, ich teile da auch die Einschätzung, dass die Leute in den Behörden nicht so blöd waren, dass sie das nicht erkannt haben. Genau das, was du auch sagst, dass sie wussten, dass wir 20 Jahre später natürlich sozusagen allgemeine Datennetze haben werden und eben eine ganz andere Form entweder der Bedrohung oder eine Form jedenfalls der Einflussnahme. Alles das, was im Grunde der Chaos Computer Club schon von Anfang an gesagt hat. Und wenn man so will, sind die Verhaltensformen, die Forderungen, Freiheit für die Daten, all diese ganzen Dinge im Prinzip, wenn man so will, fortgesetzt durch WikiLeaks, Anonymous und vielleicht auch Edward Snowden. Also insofern sind diese Grundkonflikte bereits angelegt. Und das ist ja eigentlich auch der wesentliche Faktor, den der Chaos Computer Club in die Debatte reingebracht hat. Ja, klar. Ich meine, die
eine Sache verbleibt trotzdem natürlich im Raum, Karls Tod und diese ganze Spionagegeschichte. Es gibt eine fast lustige, es gibt so ein Buch in Russland über die Geschichte der irgendwie russischen Spionage und da gibt es einen ganz kleinen Absatz, wo irgendwie nur erwähnt ist, dass man in den 80er Jahren auch mal versucht hat, mit so Amateuren aus dem Westen zusammenzuarbeiten, aber dass sie weder die Disziplin noch den Nutzwert gebracht haben. nee, das, aber also es heißt ja auch immer KGB, KGB, aber es war gar nicht der KGB. Und ja, und es war... Es war der Kundendienst zur technischen Unterstützung. Nun, der, also... Ich kriege die Formulierung dabei. Vielleicht noch ich zusammen. Naja, aber ich habe das Schild später abgeschraubt. Okay. Das, also dieser Film wird Karl sehr gerecht, weil er nämlich, also in der Vollversion insbesondere, aber auch in der kurzen Version, zeigt, wie Karl an sich selbst und an der Geschichte, in der er Teil ist, wie er da zerbricht. Und die Frage nach dem Ende, die ist, also das, ja, und er ist gestorben, ja, aber wo wäre er, wenn er nicht gestorben wäre heute? Das ist also das ist so Fragen, die sind egal. Was eben da so als Hackergeschichte und der KGB und alles ist interessant für uns und so dargestellt wird, das war halt so nicht. Sondern die haben eine Bestellliste gehabt, die wollten bestimmte Software kaufen. Und zwar Sourcen, Quellcode von Software, die sie sonst nicht kriegen konnten. Und da gab es eine Preisliste und ich war halt da. Da hat er gesagt, also Compiler Source kostet 30.000 D-Mark. So. Und ich konnte sowas überhaupt nicht liefern und deswegen war ich dann auch wieder raus aus dem ganzen Spiel. War auch gar nicht, hatte ich keinen Bock drauf. Ich wollte eine WEX in Ostberlin. So, das war mein Interesse daran. Und das wird in dem Film ja auch nicht sehr deutlich, was auch okay ist. Dieses Ding, was uns denn sozusagen aus der Szene auch zum Vorwurf gemacht wurde, nämlich, und was ja berechtigter Vorwurf ist, nämlich, dass wir die Logins, die wir am Stammtisch getauscht hätten, dass wir die dann nach Brühwarm nach Ostberlin getragen hätten, das ist zumindest meines Wissens nach nicht passiert, weil es auch dafür gar keinen Abnehmer gab. Die waren daran interessiert, natürlich, wenn wir jetzt gesagt hätten, Raketensilo in, weiß ich nicht, White Sands Missile Range, bitte, hätten sie sicherlich gerne haben wollen, aber ein Login für KFA Jülich, ja, weißt du, ich meine, da gehen sie mit einer Person rein. So, ne? Also ja, das ist also könnte, ein bisschen... Jetzt könnte, apropos Raketensilo, jetzt Steffen, jetzt könntest du noch mal kurz den Zusammenhang zu Lafarge erläutern. Ja, ja, das täte mich jetzt aber auch mal interessieren, Hans. Also die haben mich ja da in Frankreich so 1000 merkwürdige Sachen gefragt, so während der Verhöre. So erstmal natürlich, wie Zusammenarbeit zwischen CCC und Grünen. Und also was wollen die hier von mir wissen? Ne? Ich muss dazu sagen, ich hatte 2 Gramm Schwarzen dabei, die ich bei der Verhaftung runtergeschluckt habe. Das habe ich dann so im Laufe der Verhör merkte ich dann, wie das Zeug anfängt zu wirken. Und ich habe die eh alle für verrückt erklärt, was sie mir für komische Fragen gestellt haben. Die haben auch später gesagt, da hätte sich noch nie einer so benommen wie ich. Jedenfalls, also das interessante Lafarge-Zementfabriken, ja, das ist ja ganz eindeutig Rüstungshintergrund, ne, wenn wir anständigen Zement haben. Und die zweite Sache, das war ja auch nicht Philips, die Strafanzeige kam zwar von Philips, aber Auslöser war Thomson. Die haben Philips nur vorgeschickt und da ging es ja um diese Gallium-Chip-Arsenid-Produktion. So, das war, kannst du mir dazu mal was, also das waren ja so da... Das ist sehr einfach zu erklären. Es gab ja, also es gab damals, gab es, also ich war halt WEX-Hacker, wie diese ganzen NASA-Jungs auch, und jetzt erzähle ich halt aus dem Krieg. Die wurden, also es gab ein weltumspannendes Hochenergie-Kernphysiknetz. Und dieses Hochenergie-Kernphysiknetz, das war quasi das, was wir heute als Internet nutzen würden. Da waren dann halt irgendwie, gab es irgendwie 50 Hacker aus Deutschland, die irgendwelche Accounts hatten. Jeder hatte auf diesen Kisten irgendwelche Accounts, auch Leute, die bei Thomson in der Forschungsabteilung Chips entwickelt haben.
Und sowas so wie Security Awareness gab es nicht. Es gab niemanden, der darüber nachgedacht hat, dass es da Standardpasswörter gab. Die haben eine WEX gekauft, die haben sie sich aufgestellt, dann haben sie die an StartXP angeschlossen und sind weggegangen. Und dann hat irgendjemand hat da ein Fortran-Programm drauf programmiert. Aber da hat niemand je darüber nachgedacht, dass diese WEX ein Standardpasswort hat. So. Und diese Standardpasswörter, das war der Schlüssel, mit dem wir überall reingekommen sind. Und so sind wir auch bei Ciment Française reingekommen, weil die eben auch nur ihre bescheuerten Produktionsabrechnungswechsel dahingestellt haben und die waren halt mit Field Service, kannst du da rein und kannst du eben gucken. Das war überall so in dieser Zeit. Und Thompson, ja, das war alles vernetzt miteinander. Dann hat irgendjemand ist irgendwo hingegangen und hat das gemacht. Ich meine, jetzt zu sagen, das wäre aber interessant für die Russen, das stimmt zwar prinzipiell, aber was die Russen nicht hatten, also zumindest was nicht mein Eindruck war, war irgendjemand, der auf unserem Niveau WEX-Hacker werden wollte. Da gab es nie irgendein Anzeichen davon. Und nur als WEX-Hacker hätte man irgendwie da sich einloggen können und gucken können, was läuft da für Software und bla 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 und irgendwie dann von hier nach da und ein paar Mails durchsuchen. Sowas hat, also zumindest gab es keinen Russen, mit dem ich je Kontakt hätte, der sich mit mir eingelassen hätte. Und das ist auch vernünftig. Ich meine, das müssen die schon selber machen. Ich habe nur, und dann möchte ich den Monolog da abschließen, ich habe hinterher in der Ermittlungsakte ein Gutachten gefunden von der Industrieanlagenbetriebsgesellschaft in Ottobrunn. Die haben ein Gutachten über uns gemacht. Also wir waren das Subjekt des Gutachtens, die WEX-Hacker. Und die haben uns attestiert, dass wir auf Studentenniveau das betrieben. Und das ist im Nachhinein natürlich auch völlig richtig. Wir waren irgendwie Ende, also Teenager oder Anfang 20 und haben halt ein bisschen rumgepopelt und hatten noch nicht mal einen eigenen Rechner und keine Manuals, haben die uns die ausgedruckt. Wenn wir irgendwie Glück hatten in der Uni, hatten wir uns Manuals ausgedruckt. War nicht so wie heute, sondern mit irgendwie ganz langsam und alles mühsam zusammengeklügert. Und das war, diese Vorstellung, dass wir irgendwie die großen Geister waren, die irgendwie Brennstäbe hätten steuern können. Das war natürlich, also wir haben halt gekifft und dann haben wir uns das vorgestellt, klar. Aber das war halt mit der Realität nicht so sehr zu vereinbaren und in diesem Gutachten stand das auch eben ganz klar drin. Da stand eben drin, naja, die haben halt auf Zweisemester-Niveau haben die eben in diesen Computern rumgemacht. Ja, klar, so, aber beim Verfassungsschutz gab es offenbar Leute, die entweder andere Drogen oder gar keine genommen haben, keine Ahnung, aber die das ernst genommen haben. Also anders kann ich mir nicht erklären. Es war ja schon ein erhebliche, ich meine, du entsinnst dich an die Hausdurchsuchung und das ganze Theater. Das war ja damals, zumindest in unserem Empfinden, war das eine richtig ernste Nummer und auch bei den Hausdurchsuchungen, das waren ja nicht drei Polizisten, die da kamen, sondern das waren 20 und die haben mal richtig alles mitgenommen. Das mussten die einfach ernst nehmen. Da ist was Neues entstanden, was schwer einzuschätzen war. Das ist relativ simpel. Und ich meine, das finde ich auch die Qualität an diesem Film. Der zeigt ja auch nochmal die Zeit. Also diese ganzen Dämonen, die da sozusagen politisch unterwegs waren. Also von der Kernkraft über Burgdorf bis Tschernobyl und natürlich die atomare Bedrohung. Also das war ja einfach, das musst du aus der Zeit sehen. Und natürlich ist das sozusagen die Frage, entsteht da ein neuer Terrorismus? Sind die in der Lage, Kernkraftwerke in die Luft zu jagen und so weiter? Natürlich mussten die das ernst nehmen. Auch wenn ihr, sagen wir mal, aus der Rückschau sagt, wir waren ja gar nicht ernst zu nehmen. In dem Film wird ja die These angesetzt, also die Karl glaubt dann ja im Film, dass Tschernobyl sozusagen, das waren wir. So unter dem Motto, naja, oder irgendwie, im Film wird das so assoziiert, ich bin nicht mehr ganz sicher, oder er sagt, die Amis waren klingt das, oder wie irre, war das noch gleich? Das klingt zwar irre, ja. Aber also ich erinnere mich... Nein, nach Stuxnet muss nee, man... Nee, das klingt zwar irre, aber Karl hat das wirklich geglaubt, solche Sachen, die echt nicht glaubwürdig waren. Also das, wenn du jetzt nach Karl fragst, Karl war echt durchgeknallt. Also richtig, richtig schwerstens neben der Spur. Ja, aber diese Paranoia, die er sozusagen hatte, die will ich gar nicht in Abrede stellen, die hatten ja andere auch. Also es war ja nicht so, dass da einer durchgeknallt war und alle anderen saßen aber nüchtern ist ja richtig, herum. Also, aber pass auf, eine Psychose, eine behandlungswürdige Psychose. Die bleibt normalerweise meistens nicht so verborgen. Es gibt zwar auch Leute, die mit Psychose in hohe Positionen kommen. Das sage ich jetzt ohne Scherz, aber Karl war wirklich also unübersehbar richtig, richtig crazy.
Also so richtig crazy. Und da, also das jetzt, also ich meine, du implizierst ja jetzt, es könnte ja beim Verfassungsschutz solche Leute geben wie in, weiß ich nicht, Dr. Seltsam, der General da, die eben ihre Psychose bis zum Knopf nach ganz oben machen. Kann sein, nein, die ist Frage, aber nicht mir, so wahrscheinlich. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn Karl so durch war, wie du es beschreibst, und ich habe ihn irgendwie wirklich immer nur einmal, zweimal irgendwo auf dem Kongress mal guten Tag gesagt, warum hat dann der Verfassungsschutz sozusagen die, was er erzählt hat, meinst du, die haben das sozusagen einfach aus beruflicher Professionalität, haben die gesagt, ganz egal wie durchgeknallt der Mann ist, der beschert uns jetzt gerade Budgets und Karrieren für die nächsten 20 Jahre? So in der ich glaube, du denkst das zu platt. Ich glaube, also an der Stelle glaube ich einfach, dass für die, was Thomas schon sagte, für die haben das ernst genommen. Für die war das ein ernstes Problem und sie hatten halt nur eine Scheißquelle und noch eine Scheißquelle. Aber das klingt so wie keine Drogen ist auch keine Lösung. Jetzt immer mal zur Schiedsrichterin. Na, so richtig Schiedsrichterin bin ich ja auch nicht, aber wenn man es jetzt mit anderen, also wenn es jetzt um die, ich bin jetzt keine Verfassungsschutzexpertin, aber verfolge schon so einige, versuche auch zu verfolgen, wie die so arbeiten und so. Und es würde, also dieses, jemand hatte das auch genannt, dieses No-Tell-Prinzip, also das ist ja nicht so, dass die Leute, need to know, dass die Leute, die die Hausdurchsuchung machen, jetzt da einen Plan von haben, was sie wirklich suchen oder... Und dementsprechend, die arbeiten ja wirklich eher nach dem, da gibt es irgendwelche Interessen, die sind jetzt nicht unbedingt offensichtlich, die sind auch nicht einheitlich in der Institution, da wird erstmal alles mitgenommen. Und man darf dann auch nicht vergessen, es war ja genau die Zeit des Umbruchs, da ging es ja auch um neue Aufgaben, die man dann finden musste. Also, das war kurz davor, aber dann, es ging ja dann so weiter in die Richtung. Und also, und ich, der Mauerfall kam überraschend, aber dass es eine große Änderung geben wird, war jetzt nicht so überraschend. Und das... Also deswegen wäre ich mir da gar nicht so richtig sicher, wie viele Leute da schon an die Idee hatten, naja, mal gucken, wo die zukünftigen Konflikte sind, mal gucken, wie wir uns da positionieren können. Also so eine Behörde arbeitet einfach in einer ganz anderen Logik als eine Gruppe sozusagen. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich auch müßig, sich daran abzuarbeiten, zu überlegen, was jetzt der wahre Grund dahinter war. Interessant, also man kann nach heute gucken und sich, was bei dem, was jetzt gerade diskutiert wird, wieder innerhalb von Geheimdiensten, innerhalb der NSA oder... Auch da kann man sich ja fragen, was ist jetzt das Interesse für welches Programm? Warum intervenieren Sie da? Warum macht die eine Abteilung, arbeitet an, unterstützt Kryptographie und die nächste Abteilung sabotiert sie wieder? Also auch da sieht man ja so Interessendurchschein und Interessenswidersprüche, die nicht immer logisch sind, sozusagen. Na, ich glaube, also da würde ich dir jetzt wagen zu widersprechen, weil in den, wie viele Jahre waren jetzt dazwischen, so 25 oder sowas, also für mich war das ja, für mich war die damalige Ausgangsbasis sozusagen natürlich ein guter Grund, mich sehr aufmerksam mit der Rolle der Nachrichtendienste in unserem Technologiefeld und so fort auch zu beschäftigen und auch dieses Snowden-Kram, den studiere ich sehr intensiv. Und ich würde mir schon anmaßen, da einen roten Faden herauslesen zu können. Und es geht einfach mal, ich meine, die sagen es ja auch, die haben ja auch, die Amis sind ja so herrlich, offen teilweise, wenn sie unter sich sind, auf diesen Präsentationen, so Weltherrschaft, alle Informationen, alle Daten, alle Systeme, jederzeit, überall. Also die sagen da, die formulieren ihre Mission Statements irgendwie in einer Überdeutlichkeit, wo dann du schon zuordnen kannst und sagen kannst irgendwie, okay, dazu gehört halt dieses und jenes und das auch noch. Also das geht schon. Und das war damals auch in meinem Horizont natürlich noch nicht so erschlossen, aber eine bestimmte Logik war schon drin. Aber die Frage nach, danach, warum so eine Quelle wie Karl dann einfach verwendet wird, die erübrigt sich, glaube ich, auch, weil die Nachrichtendienste benutzen auch so Leute wie Snowden. Ja, klar. Und Edward Snowden hat sich ja nur gezeigt, ist ja wohl echt richtig unzuverlässig. Ne? Also. aber auf eine Art. Wenn Karl, ich meine, Karl hat ja in seinem, du weißt, diese Studie, seinen Nachlass sozusagen, sein geistiges Erbe, da sind ja auch Texte von ihm drin, die durchaus irgendwie stringent sind und wo er sich selber ja Gedanken gemacht hat über die Rolle der irgendwie informationsvernetzten Systeme und die Rolle von Information und Macht und was weiß ich. Das waren ja alles schon Dinge, die irgendwie eine Substanz hatten. Und das, was du jetzt beschreibst, Hans, das... da könnte man ja die These draus leiten, dass wenn er so durchgeknallt war, dass die Glaubwürdigkeit dieser ganzen KGB-Geschichte
dass die ja eher dadurch durch seinen Tod noch erhöht wurde, weil wenn er noch am Leben gewesen wäre und alle sozusagen, wenn alle, wir alle die Wahrnehmung gehabt hätten, das ist einfach nur ein durchgeknallter Junge, der zu viele Drogen blöd miteinander vermischt hat und so fort. Also das hat aber, ja fast. Aber Andi, da war das doch alles schon längst über den Berg. Da war der Prozess schon gelaufen. Ja, anderthalb Jahre oder so oder ein Jahr. Ja, aber ja. Das war doch alles schon Geschichte, als er sich umgebracht hat. Das war doch, da war doch alles, was er zu dem Fall sagen konnte, war gesagt. Alle Informationen, die ich zu dem Fall sagen konnte, waren gesagt. Es wurde vor Gericht verhandelt. Also von Karls Tod hat niemand profitiert. Niemand. Ja, aber warte mal kurz. Als er gestorben ist, da war das Verfahren immer noch nicht abgeschlossen. Ja, das war einfach durch. Der Prozess ist noch nicht. Ja, der Prozess lief noch. Aber ja. Letztlich, wirklich, es gibt, nenn mir einen nicht verschwörungstheoretischen Grund, warum Karls Tod irgendeinen Vorteil gehabt hätte. Ich meine, wenn ich jetzt ganz gemein wäre, würde ich sagen, um jeden 23.05. wieder darüber zu reden, so. Ja, ich habe das schon lange kritisiert, aber ich kann damit auch leben. Ich wollte nur noch mal kurz auf die Logik fragen. Also ich meinte damit nicht, dass die chaotisch sind, sondern wollte nur darauf hinweisen, dass die durchaus auch widerstrebende Interessen innerhalb einer Institution verfolgen können. Es gibt ja auch nicht nur einen Dienst, aber es ist ja auch alles bekannt. Also da ist eher zu überlegen, was macht man mit diesen Diensten, wenn man in so einer Situation ist, wie zum Beispiel Edward Snowden, und man hat das Gefühl, man will das nicht mehr oder man will was anderes oder man stellt sich die Ethikfrage, macht es Sinn, die überhaupt zu stellen, kann man sich die stellen, sollte man sich da überhaupt reinbegeben? Also da sind ganz viele Anschlussfragen drin, die alle heutzutage immer noch genauso aktuell und spannend wären. Und auch die ganzen Probleme, die sich daraus ergeben, dass halt einige Leute, dass ein Einlass mit Diensten, egal ob nun gegen oder mit den Diensten, immer mit wahnsinnigem psychischen und emotionalem Druck einhergeht, dass es Gruppen kaputt macht, dass es eine Diskussion kaputt macht, eine offene Diskussion quasi unmöglich macht, und dass natürlich, er ist ja nicht der einzige Fall, der daran zerbrochen ist, an diesem Druck. Also das gibt es in anderen Feldern und Szenen, aber es gibt es ja auch in der ganzen Hacker-Szene, es ist ja nicht der erste und der einzige, der daran zerbrochen ist. Also insofern, finde ich, kann man daraus schon viel lernen, zu der Ursprungsfragestellung helle und dunkle Seite der Macht und Ethik und auf den verschiedenen Ebenen, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das heute Abend noch alles schaffen. Ich würde auch sagen, dass wir hier ziemlich ausgiebig diskutiert haben, viel mehr, als ich mir jemals vorgestellt hätte. Wir kommen gleich zu den Fragen. Aber weil wir gerade in dieser Runde sind, würde ich noch gerne eins sagen. Ich finde es auch völlig müßig, darüber nachzudenken, ob er umgebracht wurde und wenn ja, von wem. Ich denke, wichtig ist einfach zu sagen, er war ein Mensch, er war ein Hacker, er war einer von uns, er ist tot. Und dass er tot ist, hat nicht nur mit ihm zu tun, es hat damit zu tun, dass er in Situationen gebracht wurde, wo ihm Leute nicht geholfen, sondern ausgenutzt haben. Und daran sollten wir uns erinnern, denke ich. So, ich würde jetzt aber trotzdem natürlich gerne noch dem Publikum auch die Chance geben, Fragen zu stellen. Arthur? Ja, ich habe ja dank zwei der Personen auf dem Podium eine interessante Jugend gehabt. Und ich würde gern insbesondere an dem anschließen, was Thomas Ammann gesagt hat, und zwar dieses kultivierte Bild der Inkompetenz der Nachrichtendienste. Ich denke, das ist tatsächlich hilfreich, was man mitnehmen kann. Und vielleicht löst uns das auch noch die Frage auf, inwiefern die beteiligt waren oder nicht. Denn den Eindruck, den ich gewann in all der Zeit, die ich den zuschaue, ist, dass es dort durchaus kompetentes Personal gibt, aber eher in so einer zweiten oder dritten Ebene. Das, was auch Hans gesagt hat, dieses Gutachten der IABG, dass sie dann sich auf externe Kompetenz verlassen müssen, weil die Inhouse nicht vorhanden ist. Dennoch aber der Auftrag natürlich da ist, Dinge zu beobachten, Dinge aufzuklären, eben diese Strukturaufklärung vorzunehmen. Und für die natürlich auch in der Regel ein Nicht-Eingreifen oder ein, das, was ich las, ist ein Weichenstellen. Wir bringen den Zug nicht zum Entgleisen, wir müssen nur Weichenstellen und schauen zu. Und dass dann so ein Nichthandeln auch einfach notwendig wird, auch wenn man möglicherweise Schaden abwenden könnte, um die eigene Rolle nicht aufzudecken. Also das scheint mir ein Merkmal, das, sei es in Stammheim, wo offensichtlich die Zellen überwacht wurden, sei es hier, dass natürlich
dieses Wissen dort vorhanden war, ob es dann ausgewertet wurde, ob es zu irgendeinem Prozess geführt hat, der dort Entscheidungen hervorrufen kann, sei nochmal dahingestellt, aber zumindest die Informationen sind ja gesammelt und da, aber eingreifen können die nicht. Und das nochmal als Beispiel auf die Wachsexporte Moneten Müller in Jesterburg und seinen F87 in Ostblock für Promis und Inslaw, also für eine Software für Strafverfolger. Es gibt ein Buch von Robert Maxwell, der diese Software überall hin verkauft hat, wo es letztlich darum ging, der Einzige, der ihm gesagt hat, geh doch mal kacken, war Markus Wolf und hat ihn aus dem Auto geworfen. Alle anderen haben gesagt, wir kaufen gerne diese Software und wussten halt nicht, was sie sich für Hintertüren holen, weil es die Sicherheitskultur nicht gab. Aber ob sich da so viel getan hat die letzten 25 Jahre, weiß ich auch nicht. Und vielleicht als kleine Ergänzung, soweit ich mich erinnern kann, ich stand ja damals begeistert vor diesem Schild, es war die Gesellschaft zur technischen Unterstützung des Vermögens der sowjetischen Eisenbahn in Deutschland. Also einen Aspekt, Hans, würde ich jetzt dir doch nochmal kontant entgegenwerfen, bevor wir jetzt einfach es nur dabei belassen, dass es nur ein paar harmlose Studenten waren und auf der anderen Seite ein Apparat mit seiner Logik. Es gab ja, das hat Arthur auch gerade schon angesprochen, es gab ja von Stefan Weyrauch, das wirst du kennen, dieses Papier über das Sicherheitsloch in Wechsform S4344, was eben den Eindruck machte und die Art und Weise, wie die Firma, die dieses Betriebssystem herausgegeben hat, vor allem darauf reagiert hat, dass man den Eindruck hatte, da war absichtlich ein Sicherheitsloch hineingebaut worden, um den westlichen Diensten Zugriff in die illegal in den Osten, aber sozusagen illegal, aber wissentlich in den Osten exportierten Computern zu erlauben. Und das, was wir damals gemacht haben, ob jetzt Vexbusters oder wie wir es auch immer nennen, jedenfalls diese NASA-KGB-Hackerwolke, war ja schon auch unter anderem diese Sicherheitslücke zu benutzen, wo man schon sagen könnte, dass wir das getan haben. Wir haben wissentlich oder unwissentlich mit anderen nachrichtendienstlichen Operationen interferiert. Also wir haben möglicherweise ganz andere Aktivitäten gestört, von denen wir nicht unbedingt was wussten. Also nicht so, aber du verstehst, wie ich meine. Das ist aber eine These. Ne? Das ist eine reine These, absolut, klar. Aber jedenfalls ist für mich eine der Thesen, die vielleicht erklärt, warum es immer noch, ich meine auch, Stefan Weyrauchs Rolle und Markus Hess Rolle, es gibt ja also noch viel mehr Akteure und noch viel mehr Komplexität, wenn man das jetzt, aber das kannst du an so einem Abend sowieso nicht ausbreiten, aber es gibt da immer noch jede Menge Dunkel in dieser, obwohl 25 Jahre zurückliegenden Geschichte, wo nicht ganz klar ist, wer hat wen bezahlt oder wie viele Teams gab es eigentlich, die für östliche Nachrichtendienste, es gab auch diese Bulgarien-Geschichte und so fort, agiert haben, wo nicht ganz klar ist, sozusagen. Ja, aber ich meine, man kann sich jetzt da, kann sozusagen das, ein Schema hinter dem Dunkel vermuten oder man kann es lassen. Und da ich nur also zumindest, was wir jetzt verhandeln, an den Dingen, da war ich halt an vielen Stellen beteiligt, muss ich jetzt persönlich sagen, also es klingt zwar alles ganz schön wild, aber letztlich wahrscheinlich für mich wahrscheinlicher ist, dass es relativ banal ist und dass also man kann zwar sagen, ja, es könnte ein Dienst implantiert haben, um da und da einzureiten, es könnte aber auch anders gewesen sein und ich habe kein Interesse daran. Das ist jetzt mein persönliches, ich habe kein Interesse daran, mich da in Spekulationen zu verlieren, weil uns das auch letztlich nicht weiterführt. Denn das ist nämlich die Natur der Geheimdienste und ich bin dafür, dass Geheimdienste abgeschafft werden und nicht daran interessiert. Es ist eine wohlfeile Forderung, aber ich bin einfach nicht an den Details interessiert, weil alles, was damit zu tun hat, mit Geheimnis und ach, und der hat dies und der hat das und Zersetzung und so, das kotzt mich alles massiv an. Das will ich alles überhaupt nicht, aber will das ich weder wissen damit, noch haben. Aber das hat auch was damit zu tun, dass die ganze Nummer ein Trauma für dich ist, oder nicht? Entschuldigung, naja, das ist kein Vorwurf. Nee. Don't get me wrong, aber... Die kann mir ja auch niemand nehmen und deswegen urteile ich eben so, wie ich urteile, aber ich will da überhaupt nicht draus verallgemeinern. So, natürlich ist es ein Trauma. Ich lebe seit 25 Jahren, lebe ich damit, dass immer wieder jemand schreibt mir eine E-Mail, ja, irgendwie Karl ist doch umgebracht worden, irgendein Idiot von irgendwo, ja. Wo ich denke, also, ja, woher weißt du denn das jetzt eigentlich? Und dann kriege ich da irgendwie so ein Aus auf irgendwas, ja, da bringt mich auch überhaupt nicht weiter. Und vor allem bringe ich auch die Geheimdienste überhaupt nicht weiter. Also das ist einfach ein Thema, was ich scheiße finde.
Na ja, klar. Aber wenn Snowden eins deutlich gemacht hat, dann ist es, dass man die Dienste nicht unterschätzen sollte und dass es schon wichtig ist, deren Aktivitäten zu studieren, und zwar bis ins letzte Detail. Ja, du wirst sie aber nicht studieren, das ist ja die Natur der Sache. Das ist doch ein Trugschluss zu glauben, Snowden hat alles mitgenommen und jetzt muss es nur auf den Tisch liegen und dann können wir alles studieren, was die machen. Die haben sich jetzt die ganze Zeit, seit Snowden irgendwie seinen Kram da angebracht hat, denken sie sich neue Sachen aus. Das ist deren Job, das ist alles völlig vergebens, jetzt zu glauben, man könne jetzt irgendwie mit einer Exegese auf dessen, was die NSA bislang gemacht hat, könnte man irgendeinen signifikanten Erkenntnisgewinn kriegen. Das ist Quatsch. Naja, aber das finde ich jetzt... Also Hans, ich hab ja zufällig auch das Vergnügen für den Spiegel, das Zeug irgendwie studieren zu dürfen. Genau, Andi ist auch... Moment, ich würde dir da einfach direkt widersprechen. Also da, weil die Systematik und die Fülle an Dokumentation, die Snowden da mitgebracht hat, die können auch das nicht alles von einem Tag auf den anderen mal kurz wechseln oder irgendwas. So, da... Na klar denken die sich neue Sachen aus, aber trotzdem haben sie halt in vielen Stellen Infrastruktur implementiert, die politischer Sprengstoff ist, weil Länder sozusagen in völliger Unkenntnis von dem, was tatsächlich getan ist, da irgendwelche Installationen zugelassen haben und so fort. Ja gut, aber das müssen wir jetzt nicht. Alles gut. Musste, Jan. Gut, ich übergebe nochmal an die Schiedsrichterin. Also mein Schlusswort war nur, Andi, ja, nicht jeder hat diese morbide Faszination von Geheimdiensten. Es ist vielleicht gut, dass sie Leute haben, aber nicht jeder hat sie. Und ich bestehe da auch eher auf, ich muss da eher dem Hans recht geben. Zumindest heute hat es vielleicht nicht weitergebracht. Wir haben vielleicht nichts aufgeklärt, aber ich denke, wir haben sehr lebhaft darüber diskutiert. Und dieses Spannungsfeld wird natürlich nicht weggehen. Also solange wir das tun, was wir tun, und vor allen Dingen solange wir es tun, wie wir es tun, wird es da Spannung geben, mit denen werden wir leben müssen. Wir sollten uns möglichst wenig davon beeinflussen lassen, wir sollten einfach tun, was wir tun. Und ich denke, das wäre eben auch im Sinne von WOW. Gut, ich freue mich nochmal, dass die Diskussion so lebhaft war und möchte allen Beteiligten nochmal recht herzlich danken.